Hier siehst du eine Waage und offensichtlich ist diese Waage im Gleichgewicht. Und das heißt, auf beiden Seiten der Waage, also auf dieser Seite und auch auf dieser Seite, ist genau das gleiche Gewicht. So, jetzt haben wir hier lauter kleine gelbe Massen, die wiegen alle 1 Kilogramm. Deswegen steht hier überall eine 1 drauf. Und hier haben wir auch welche. Und dann haben wir hier noch die geheimnisvolle, mysteriöse blaue Masse, hier die mit dem Fragezeichen. Und deine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wie viel wiegt denn diese blaue, mysteriöse Masse? Denk einfach mal selber ein paar Sekunden nach. Okay, also, was du machen könntest, wäre jetzt natürlich erstmal hier einfach die drei Massen hier mal wegzunehmen. So. Aber was passiert jetzt hier? Die Waage wird nach oben gehen. Das kannst du dir sicher gut vorstellen. Und auf der anderen Seite nach unten. Das heißt, jetzt ist die Waage nicht mehr im Gleichgewicht. Und jetzt weißt du zwar schon ein bisschen mehr als vorher. Du weißt jetzt zumindest, dass das, was jetzt hier auf der linken Seite ist, leichter ist, weniger wiegt als das, was hier auf der rechten Seite ist. Aber wie viel das jetzt hier genau ist, das kannst du jetzt noch nicht sagen. Du müsstest die Waage jetzt wieder ins Gleichgewicht bringen. So, und wenn du auf der einen Seite 3 wegnimmst und auf der anderen Seite genau das Gleiche machst, nämlich auch 3 wegnimmst, hier auch 3 weg, dann, na, das geht nicht so gut hier, die Pfeile weg, dann ist die Waage wieder im Gleichgewicht. Und jetzt weißt du also, wenn du jetzt einfach hier das abzählst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann weißt du, auf der rechten Seite sind jetzt 7 Kilogramm. Und wenn die Waage wieder im Gleichgewicht ist, dann müssen ja hier auch 7 Kilogramm sein. Und damit weißt du, dass diese Masse genau 7 Kilogramm wiegt.